Hey Leute, hier hätte ich euch jetzt mal wieder Excalibur mitgebracht. Excalibur, wirklich ein sehr solider Warframe, hat einen guten Damage Output, leider nicht so viel Tank Power, aber dennoch kann man ihn im etwas höheren Levelbereich gut spielen, weil der Schaden stimmt, man blockt Schaden, der von vorne kommt, man kann Gegner auch ein bisschen stunnen, dass die uns nicht angreifen können, also alles in allem kann man schon wirklich gut machen. Mein Bild ist darauf ausgelegt, dass wir die erhabene Klinge benutzen, dazu radiales Heulen, beziehungsweise beim normalen Excalibur heißt es radiale Blendung. Und ja gut, so sieht der Bild dann halt aus, wenn er mal geladen hat. Ätzende Projektion drin für weniger Rüstung, wobei man da auch überlegen könnte, den stählerne Ansturm-Mod reinzumachen. Kraftvolle Drift für mehr Fähigkeiten Stärke, genauso wie blinde Wut auf Stufe 6. Flüchtige Expertise und Stromlinie für die Effizienz, chromatische Klinge, damit wir plus 300% Statuschance bekommen und unser Schadenstyp angepasst wird auf den Typ, den wir als Energiefarbe haben. Ihr habt es ja gerade eben schon gesehen, ich habe Rot drin für Hitzeschaden und dadurch hat unsere erhabene Klinge Korrosion und Hitze in meinem Bild. So, weiterhin habe ich drin schattenhafte Vitalität und schattenhafte Verstärkung, damit ich halt schön Fähigkeiten Stärke habe, beziehungsweise auch viel Gesundheit habe. Und da wir eh schon ein paar Ampra-Polaritäten in diesem Frame drin haben, ist das absolut kein Problem. Da fällt mir gerade auf, im normalen Excalibur habe ich dann genau das gleiche drin. Das ist ja sehr schön. Also ihr seht es auch, ohne die Ampra-Polaritäten passt das. Giga-Adrenalin, damit ich immer genug Energie habe, um die Ulti aktiv zu halten. Und gleichzeitig habe ich auch noch Arcana-Beschützer drin, damit ich viel Rüstung habe, was bedeutet, ich bekomme nicht so viel Schaden. Ich hätte auch eigentlich gern noch Arcana-Anmut reingemacht, aber Arcana-Hieb mit noch mehr Angriffsgeschwindigkeit war mir an dieser Stelle wichtiger. Weil, das ist jetzt so ein netter kleiner Trick, will ich an dieser Stelle schon sagen, ich habe in meiner Nahkampfwaffe heilende Rückkehr drin. Pro wirkendem Statuseffekt auf dem Ziel bekomme ich 11 Gesundheit wieder. Bedeutet, ich muss eigentlich auf gar nichts achten. Ich brauche auch kein Arcana, das erst triggert, sondern ich bekomme direkt pro Statuseffekt 11 Energie wieder. Da ich eine Statuschance von 130% habe, könnt ihr euch vorstellen, dass mein Leben relativ schnell wieder hochgeht. Und gerade diese Kombination aus Rüstung, Gegner blenden, Statuseffekten, Arcana Beschützer und, bewirkt halt, dass der Frame halt doch ein bisschen was aushält, plus noch das Blocken, und nicht direkt umfällt. Prime-Kontinuität, damit ich auch eine schöne Dauer auf meinem radialen Heulen habe und noch gleichzeitig, damit die Kosten von meiner Ulti auch ein bisschen runtergehen. Ich denke, ich habe jetzt alle abgedeckt und falls sich noch gerade einer fragt, warum blinde Wut nur auf Stufe 6, ist einfach eine Kostensache. Also ich habe so Kosten von 1,18 die Sekunde. Hätte ich es auf maximaler Stufe reingemacht, hätte ich Kosten von 1,71. Also es ist ein kleiner Unterschied im Schaden. Ihr seht es von, also jetzt bin ich bei 6,72, so bin ich bei 5,82, das sind 100 Schaden. Aber habe dafür doch deutlich niedrigere Kosten. Und auch gerade wenn man hier hinschaut, bei radialem Heulen, 32,5 im Vergleich zu 22,5. Auf die Dauer merkt man es schon. Ihr könnt es natürlich auch auf maximal reinmachen, ist auch kein Problem. Aber so finde ich es selbst persönlich halt deutlich angenehmer. Kann ich euch auch nur ans Herz legen, das mal zu probieren. Aber wenn ihr unbedingt mehr Schaden wollt, könnt ihr es halt machen. Aber ihr braucht es halt nicht. Und wenn man jetzt sagen möchte, ja, aber damit kann man noch Gegner mit 20, 30, 40, 50 Level mehr töten als mit blinde Wut auf Stufe 6. Kann sein. Aber das Problem bei Excalibur ist nicht, dass wir die Gegner schnell genug töten. Das Problem ist, dass die Gegner zu viel Schaden drücken. Und wir können einfach nicht alle Gegner auf einmal töten, weil die kommen von allen Seiten. Und von daher nicht der Schaden ist hier das Bottleneck, um es mal so zu sagen, also der Engpass, sondern dass wir keine Tankfähigkeit haben. Natürlich könnte man jetzt auch noch überlegen, Adaption irgendwo reinzumachen, aber ich wüsste nicht, auf was wir verzichten wollen. Gut, die Ampra-Klinge habt ihr gerade eben schon gesehen, was ich drin habe. Prime-Fieberschlag, Schockberührung, Zustandsüberladung, ansteckende Plage, Berserker, Ausweider, heilende Rückkehr, opfernder Stahl.
bedarf eigentlich jetzt keiner Erklärung. Die sind alle selbsterklärend, die Mods. Zustandsüberladung, ob man ihn reinmachen will oder nicht, kann man an dieser Stelle überlegen. Ich habe zwei Statuseffekte, die ausgelöst werden, permanent. Das bedeutet plus 240% Basisschaden. Hätte ich Prime Druckpunkt drin, plus 165%. Natürlich wäre es jetzt schön, beide Mods gleichzeitig zu benutzen, weil bei zwei Statuseffekten ist es noch nicht die Welt. Aber heilende Rückkehr ist einfach zu wichtig, Attack Speed ist zu wichtig und selbst bevor ich Prime Druckpunkt reinmachen würde, würde ich eher Prime Raserei reinmachen. Von daher, so oder so, ich würde es nicht benutzen. Dann will ich euch gerade mal noch zwei Sachen zeigen. Gegner Level 170, korrumpierte Kanoniere. Ich mache gerade mal die Unsterblichkeit kurz an, nur damit ihr mal was seht. So. Das Ganze spielt man eigentlich so, dass man die ganze Zeit mit diesen Schockwellen arbeitet und die auf die Gegner loslässt. Ihr seht schon, der Schaden ist nicht verkehrt, der dabei rüberkommt. Aber es könnte besser sein. Und darauf wollte ich gerade hinaus, es könnte besser sein. Dieses Bessersein ist halt das radiale Heulen bzw. radiale Blenden. Und ihr seht's, was das für ein Schadensunterschied ist. Nur damit ich euch das gerade jetzt mal schön im Vergleich zeigen konnte, habe ich auch mal hier die Unsterblichkeit angemacht. Dann. Das ist ja lächerlich, wie viel Schaden wir hier machen. Das wollte ich euch halt gezeigt haben. Das ist auch das, was ich meinte mit, nicht der Schaden ist das Problem, sondern, beziehungsweise nicht der Schaden, der rausgeht, ist das Problem, sondern der Schaden, der reinkommt. Ich gehe jetzt hier hin, blende die Gegner, hau drauf, blende mal wieder nach, schlag wieder drauf. Oder was ich auch machen könnte, ist einfach eine Slight Attack, da habe ich nämlich auch einen kleinen Mini-Blind drin. Gleichzeitig seht ihr auch, ich bekomme nicht wirklich was an Schaden. Die kommen gerade noch nicht mal durch meine Schilde durch. Beziehungsweise ich lasse die jetzt gleich mal mit Absicht ein bisschen durch die Schilde durchkommen. Ah, das war jetzt zu viel. Ich wollte nämlich gerade mal zeigen, wie mein Heal ist. So, jetzt, ich habe vergessen, die Ulti anzumachen. Ja gut, es klappt gerade nicht ganz so gut, wie ich es eigentlich euch zeigen wollte, aber an sich, der Heal funktioniert schon gut. Gerade wenn wir dann noch die... So, ich musste erstmal meine Attack Speed hochbekommen. Jetzt seht ihr, dass ich halt dagegen healen kann, während ich Schaden bekomme. Natürlich nicht optimal, aber es funktioniert. Beziehungsweise ich habe es ja gerade mit Absicht ein bisschen schlecht gemacht. Das heißt, wenn ich dann noch ein bisschen mein radiales Blenden mit benutze, meine Attack Speed hochgesteckt habe, nicht mehr viel. Also jetzt seht ihr, ich war kurz bei 700 noch was, auf einen Schlag wieder hoch, dann wieder hoch. Es ist halt, wenn man was mit Absicht zeigen möchte, dann ist es immer ein bisschen schlechter, als schon die Routine übergeht. Gut. Das ist eigentlich Excalibur. Ulti an, Nahkampf-Spam. Bitte schreibt euch ein Makro, sonst brecht ihr euch irgendwann die Finger. Radiales Heulen oder Blenden verwenden und fertig. Natürlich gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, also gerade bei der erhabenen Klinge, da hätte ich noch einen anderen Mod gerne gehabt. Das ist... Ich weiß gar nicht, was dieser Mod überhaupt momentan macht. Lebensschlag. Ah. Lebensraub bei schwerem Angriff. Den hatte ich halt vorher drin. Da musste man einen kanalisierten Angriff damals machen. War saugeil. Ein einziger Schlag, den Mod auf Stufe 0 reingemacht. Euer Leben war auf einen Schlag voll. Aber da es jetzt nur noch 20% sind und nur bei schwerem Angriff, bei 20% habe ich falsch gesagt, 1% würde schon reichen, weil wir machen ein paar hunderttausend Schaden. Also so fair muss man an dieser Stelle sein. Aber schweren Angriff macht man eigentlich nicht mit dem Excalibur-Schwert, von daher macht man das eigentlich nicht. Genauso könntet ihr noch was anderes reinmachen, was ich auch noch erwähnen muss. Den Combo-Counter-Mod, das ist korrumpierte Aufladung plus 30% Start-Combo. Das bedeutet, ihr startet mit einem Multiplikator. Der Multiplikator
an dieser Stelle 2. Bedeutet doppelter Schaden. Ist geil, aber ist halt weniger, als wenn ihr euren Zustandsüberladungsmod drin habt. Ist halt weniger, als wenn ihr Zustandsüberladung drin habt. Das Ganze würde sich halt lohnen, wenn ihr dann jetzt noch sowas wie Blutrausch oder so reinmachen würdet. Aber heilende Rückkehr. Wir wollen diesen Mod haben. Ohne diesen Heal sterben wir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten müsstet ihr hier oben anstelle von Arcana Hieb Arcana Anmut reinmachen. Dann ist aber unsere Angriffsgeschwindigkeit niedriger. Was bedeutet, die Gegner halten länger durch? Was bedeutet, die machen uns mehr Schaden? Bla bla bla. Im Endeffekt sterben wir. Deshalb, korrumpierte Aufladung wäre eine geile Sache, kann man aber schlecht verwenden. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann die Wächter nehmen, da dann die Gladiator-Mods reinmachen und so weiter. Ist aber eine sehr unschöne Sache, funktioniert auch nicht besonders gut in meinen Augen, deshalb gehe ich auf sowas wenig ein. Aber ich wollte nur erwähnt haben, es geht, aber Zustandsüberladung ist in meinen Augen an dieser Stelle besser. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.